So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 468. Genau, 468. Ich koche mir gerade wieder mal einen Tee. Ja, und es ist Freitag, es ist der 1. Juli oder wie ich immer sage, Juli oder Julon klingt am besten. Naja, man sagt ja eigentlich Juli, damit man Juni und Juli auseinanderhalten kann. Aber man kann auch, wie gesagt, ich pflege ja immer mehrere Sachen zu sagen. Die ganzen Vokale durch, ne? Julon, Julö, Julä, Jul. Ja, egal. Auf jeden Fall Juli, der erste. Und ja, mache mir gerade einen leckeren Tee. Weiß gar nicht, was für ein Tee. Ist egal. Ich habe auf jeden Fall auch Tee bei mir gefunden. Und den mache ich mir jetzt. Eine schöne große Kanne voll. Muss auch mal sein. Ja, und ein Kanal, den ich abonniert habe von Klaus Schmidt, so heißt dieser Kanal, der hat was hochgeladen, was wirklich meine Kindheitsträume erfüllt hat, und zwar Fiori. Fiori kennt er vielleicht, ist eine Geschichte über ein Pferd und einen Jungen. Und Fiori habe ich früher sehr gerne gesehen und habe ich immer mit meiner Mutter auch zusammengeguckt. Und das gibt es jetzt, also das hat er als Hörspiel geladen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Hörspiele sind oder auf jeden Fall mit so einer Westernmusik immer. Und dann kommt, es sind auf jeden Fall Hörspielfassungen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es die Originalfilme sind. So gut kann ich mich nicht mehr daran erinnern an die Serie. Ich weiß nur, dass ich habe mich jetzt gerade verschlungen mal wieder mit Fiori und ja. Dieses Pferd ist einfach faszinierend. Es ist einfach, es wittert Gefahr und rettet den Jungen dann und so. Also richtig klasse. Also ja, da müsste es mal einen schönen Crossover geben, ja. Wendy und Fiori. Das wird es natürlich nicht geben, weil Fiori spielt ja in Amerika. Allerdings, ja, in was für einer Zeit weiß ich gar nicht. Also Telefon gibt es da schon. Ja, also. Auf jeden Fall haben sie bei diesen Hörspielen immer so eine Westernmusik dort eingeblendet. Ja. Immer so mit Westernmusik. Ich weiß auch nicht. Im Original, glaube ich, war das nicht so. Aber ja. Und dieser Joe, so heißt der Junge, lebt ja auf so einer Ranch mit zwei. Ich glaube, der eine ist Jim und der andere heißt Pete. Und dieser Jim ist, glaube ich, sein Vater. Aber genauso habe ich das nie rausbekommen. Die Newtons heißen, also Jim Newton heißt, also er heißt glaube ich auch Joe Newton. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Story, wenn man für Pferde ist. Ja, hat jedenfalls dieser Klaus Schmidt, müsst ihr einfach mal eingeben, Klaus Schmidt, der hat das hochgeladen und ja, ist wirklich eine schöne Kindheitserinnerung. Vor allem, weil ich das ja früher mit meiner Mutter auch gesehen habe und ja, da muss ich mir glaube ich wirklich nochmal die Originalstaffel irgendwie runterladen lassen. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. Ja, ist ein bisschen heiß jetzt hier gerade. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt mal 8 Beutel reingemacht in die große Kanne. Denn das soll ja auch irgendwie mal nach Tee schmecken. 4 Beutel für die Kleinen, für den Becher. 8 Beutel für die Kanne. Mia macht wieder Musik. Mia macht Musik und alle hören hin. Genau. So. Passt da jetzt noch was drin oder nicht? Ist mal schwierig abzuschätzen, weil es so heiß ist. Aber ich glaube, den Rest kriegen wir da bestimmt noch rein. Ja, sehr heiß, so eine Kanne. Sehr heiß, aber genau. Uiuiuiui. So. Jetzt gucken wir mal, hoffentlich ist nicht so viel.
Das sieht aber nicht so aus. Das sieht mir glatt so aus, als wenn es genau richtig ist. So. Genau. Ja. Ist noch ein bisschen Wasser drin. Gießen wir mal gleich weg. Kratzt es nicht in der Nähe. Ist mal wichtig. Gerade wenn man mit so heißem Zeugs arbeitet, darf natürlich keine Katze in der Nähe sein. So. Jetzt habe ich mir Tee gemacht. Der muss jetzt natürlich noch ein bisschen ziehen. Ja, ne? Tee muss gezogen, muss leider ziehen. Das ist das Einzige, was mir an Tee nicht gefällt. Ja, die Kanne ist auch schön voll, also ja, wunderbar. Na gut, also während der Tee zieht, wollte ich sagen, kann ich meinen Katzen ja Nassfutter geben. Ach so, dann kann ich ja gleich die Schüssel von. Heute ist nämlich mal wieder soweit. Die Katzen bekommen Nassfutter. Da haben wir die Schüssel. Jetzt wird auch gleich Blackie auftauchen, schätze ich mal. Der weiß das natürlich. So. Aber als erstes kippen wir den Rest. Das sind ja nur noch ein paar Krümelchen. So. Ich weiß nicht, kann man noch Luft reinlassen? Na, schauen wir einfach mal. Es ist 3:30 und ja, ich denke, wir lassen einfach noch mal Luft rein, weil irgendwie ist es noch ziemlich feucht hier drin. So, machen wir einfach noch mal auf. Ist ja warm draußen. Und so haben wir ein bisschen Atmosphäre. So. Dann noch den Balkon auf. Also auf Kipp natürlich. Nicht, dass ihr denkt, ich reiße hier den Balkon auf und lasse die Katzen raus. Das geht leider nicht. Ja, Dicke, geht ja bald los. So. Mia hat Hunger. Da hört ihr das. So. Jetzt kippen wir das mal weg. So. So, jetzt haben wir das mal weggekippt. Ja, Dicke. Ich muss da noch Mietzes Schüssel holen. Außerdem werde ich noch mal so die Handys, Telefon und so. Da. Ja, Blacky, geht gleich los. Ja. Ich weiß, dass du Hunger hast, Dicker. Das weiß ich doch. So, aber wir machen jetzt hier nochmal die Fenster auf, weil es ist gerade so eine schöne Luft. Es hat nämlich geregnet. Genau. So, das ist doch viel schöner, so, ne, Dicke? Ja, das war jetzt gerade das Gerät. Aber wir haben ja gesperrt. Ja, Dicker. Ja, Mia. Guck mal, wir haben schon ein bisschen Wind. So. Ein bisschen Wind, ein bisschen Wind. Und die Mie. Ja, Dicke. Geht ja gleich los. Du kannst ja gleich fressen. Ein bisschen Wind und die Mia spinnt. Ein bisschen Wind und die Mia spinnt. So. So. Ein bisschen. Ja, ich hole deine Schüssel ja noch runter, Dicke. Ja, ihr hört, die Katzen haben Hunger. Aber die schreien eigentlich immer so, wenn ich mit Fressen komme. Also ich könnte bei Blackie, glaube ich, könnte ich wirklich, wenn der aufgefressen hat. Auf den Schrank.
So, da haben wir doch schon die Schüssel von Mia. Und Mia ist auch die Erste, die was zu fressen kriegt. So. So. Genau. Genau, jetzt brauchen wir erstmal 1, 2, 3. Genau, heute gibt es Nassfutter. Ja, Mia. Du kriegst ja als Erste. So, jetzt nehmen wir uns mal die erste Tüte vor. Ein bisschen schütteln, damit es besser durchläuft. So. Dann richtig aufreißen. Ja, Blacky. Erst kriegt Mia. Ja, Mia. Ja, Mia, du weißt, dass dein Fressen ist, ne? Ja. Du, wenn die Leute im Podcast das hören jetzt, ja, die denken, du kriegst tagelang nicht zu fressen. Was? Ja. Ja, meine Süße. Guck mal hier. Ja. Du bleibst schön unten, du. Dein Fressen kommt jetzt. So, jetzt kommt natürlich das Fressen von Blacky. So, jetzt tun wir mal alles hier rein, damit nichts daneben läuft groß. So, ja, Blacky, jetzt bist du dran. Mau, ja. Na komm, Mietze, du gehst schon mal im Schlafzimmer. Ja. Blacky. Da hört ihr es. Ja, Blacky, miau, ja, miau. Ja. So, Blacky hat auch was zu fressen. Und jetzt ist die Mietze dran. Ja, Mietzi, ich weiß, dass du Hunger hast. Mietze mautzt eigentlich gar nichts. Wenn die mal mautzen, ist es eher wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Krächzen oder sowas. Also die, weiß ich nicht, die kann mautzen, aber die will immer nicht. Das ist das Problem. So, aber jetzt haben wir ja auch ihr Fressen. Komm, Mietzi. Ja, Digga. So. Jetzt haben wir auch die Fenster ein bisschen auf. Ist ja auch ganz gut. So, Mietzi, jetzt kannst du fressen. Ja, die hat Hunger. Das merkt man natürlich gleich. So, dann mache ich jetzt hier mal zu, damit der Blacky nicht reinkommt. Dann kann Mietzi nämlich in Ruhe fressen. So. Ja, Mia frisst auch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt schmeißen wir noch die. Genau, Mia. So. Oh, Blacky haut rein. Blacky hat auch Hunger gehabt. Ja, aber sie hat jetzt ein paar Tage Trockenfutter gekriegt. Und ich warte ja immer, bis sie ihre Schüsseln einigermaßen aufgegessen haben. Und dann bekommen sie erst wieder Nassfutter. Ja, so kann man das Nassfutter ein bisschen sparen. Und ja, gerade bei der Hitze ist es ja sowieso besser, wenn sie auch mal zwischendurch eine Weile Trockenfutter fressen. Aber das kann jeder machen, wie er will. Da gibt es ja keine bestimmte Regel.
Es gibt Leute, die sagen, Katzen sollen mehr Nassfutter kriegen. Es gibt Leute, die sagen, nee, manche Katzen, das ist verschieden. Eigentlich macht man es ja nach Gefühl. Also ja, es ist ja auch von Katze zu Katze verschieden. Also bei Blackie ist es wurscht, der frisst alles. Und die Mädels sind eher so auf, ja, die fressen, nee, man muss sagen, Mieze ist mehr so der Trockenfutterfresser. Und Mia, die liebt ihr Nassfutter unheimlich. Also die lässt wirklich auch mal Trockenfutter drin. Und ja, also da sieht man mal, ne, auch Katzen sind wie Menschen. Katzen haben unterschiedliche Vorlieben. Ist ja auch ganz gut. Naja, aber jetzt fressen sie erstmal alle. Und das ist schon mal wesentlich gut. Das ist schon mal gut, dann können sie wenigstens, ja. Ich werde mal die Fenster noch weiter öffnen. Im Bad muss ich noch aufmachen, weil es ist gerade so eine schöne Luft draußen. Und da die ja sowieso jetzt fressen, lassen wir die schöne Luft einfach rein. So. Genau. Das war Blackie. Glaube ich. Na, Blackie? Satt gefressen? Ah ne, der frisst noch. Der frisst ja noch. So. So, einfach mal noch ein bisschen Fenster auf. Machen wir uns mal ein Becherchen voll Tee. Genau, so ist gut. Genau, so habe ich meinen. Becherchen voll gemacht. Tasse. Genau. Dann. So, Leute von heute. Jetzt brauche ich halt noch viermal Süßstoff. 1, 2, 3, 4. Genau. Okay. Gucken wir nochmal, ob die Kanne richtig zu ist. Nicht das. Ja, alles gut. Genau, da ist noch ein bisschen Tee drin. So habe ich mir das gedacht. So. Na dann. Auf eine schöne Teesession. Ach ja, herrlich. So, Handy und. Genau.
hole ich mir den Tee ran. Becherchen. Ich könnte natürlich aus dem Becher trinken, aber nein. Ich trinke jetzt aus der Tasse. So. Ist einfach mal was anderes. Frühstück-Tee zu sein. Naja. Ja, schmeckt ganz gut, so ein Tee. Ja, im Hintergrund hörte ich Vögel. Alles, was dazugehört. Die Katzen sind auch ruhig. Haben ja gefressen. Ja, sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Der Tag war heute ganz normal. Viel gearbeitet haben wir heute nicht. Ich habe heute wieder meine Kabeltrommeln gehabt und ja, ansonsten war der Tag ganz normal wie immer. Nur halt kürzer. Thank you.
muss ein Früchtetee oder so ein Waldbeertee oder sowas sein hier. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit so Früchteteesorten nicht aus. Ja, ist aber auch ganz okay. Ist mal was Schönes, ist mal was an, ist auch mal was anderes, einen schönen Tee am Nachmittag zu trinken. Die Engländer trinken ja immer erst ab 17 Uhr ihren Tee. Aber die trinken ja auch schwarzen Tee mit Milch. Also die sind English Tea. Ja, genießt einfach wieder die Atmosphäre. Jetzt ist es am Tag mal. Vögel zwitschern, draußen sind Menschen. Na gut, ein bisschen Tee habe ich hier noch drin, ein Becher auf der Kanne auch, aber das kann ich ja im Laufe des Tages noch trinken. So, dann wollen wir mal, stellen wir mal hier hin. Genau, Tee kann ja wieder dahin, wo sie hingehört. So. Stuhl wieder ran. So. Genau. So, dann hören wir mal. Ich lasse die Fenster noch ein bisschen auf, denn die Katzen hauen ja nicht ab, nicht durchs Kippfenster. So. Doch, das hätten wir. Genau. So. Ja, wir haben 15.52 Uhr. Na Mia, bist du satt geworden? Gucken wir mal, was Mietze übrig gelassen hat, wa? Ja, Dicke, vielleicht kriegst du noch was. Ja, Dicke. Herrchen, guckt mal. Lecki nicht schneller ist als ich. Aber meistens
bin ich ja schneller. Ja, vergiss es, Dicker. Vergiss es. Oh, sie hat aufgegessen. Fein, Mieze. Komm her. Fein. Fein aufgegessen. Fein aufgegessen, meine Süße. Fein hast du das gemacht. Das ist gut. Das ist gut, Mieze. Das freut mich. Ja, Mia, da ist nicht mehr viel zum Ausschlecken. Ja, von mir aus kannst du die Schüsseln ausschlecken, aber... Ah, oh. Mau, ja. Ja, von mir aus, hier, schleck aus. So. Genau, da ist die Schüssel. Genau. Beide Schüsseln sind jetzt leer. Und Blackies Schüssel wird auch leer sein. Naja, na gut. Mal schauen. Mia hat richtig schön aufgegessen. Mieze auch, Blackie auch. Schauen wir mal. Können wir die Schüssel nämlich auch gleich wieder. Ja, alle aufgegessen. Ach ja, das ist schön. Schüsseln gleich waschen. So, haben wir eure Nassfuttersache auch erledigt. So. Wunderbar. Oh, besser kann es gar nicht sein. So. Katze, Katze, den ganzen Tag Katze, Katze, Katze. So. Dann gehen wir mal Richtung Schlafzimmer. Werde ich mal den Podcast beenden. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 468. Jo, die nächste Folge wäre dann die 469. Genau. Erstmal hier hinsetzen. So. Also bis dann. Ciao, ciao.